Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Wir haben es beim letzten Mal ja gut geschafft, würde ich sagen, in der Story, trotz dieses kleinen Rundgangs durchs Gellige noch ein bisschen weiterzukommen. Wir stehen jetzt vor der großen Ereignisschlacht von Kaer Morhen und ja, ohne große Umschweife, würde ich sagen, legen wir hier mal los. Wenn überhaupt. So. Ich mit meiner coolen Rüstung. Ja. Oh, ich bin sogar Level up. Sehe ich gerade mal. Ich bin 27. Das heißt, theoretisch könnte ich die Hexerrüstung tragen. Hm. Naja. Komm, behalten wir die erstmal. Probieren wir sie mal aus. Direkt für die Schlacht gegen von und zu eisige, wilde Jagd. Nicht eisige Jagd. Art, was war nochmal Art? Ah ja, das war ja Gedankenkontrolle. Quen. Ich glaube, vielleicht könnten wir Quen nochmal gebrauchen. Okay. Moment, ich guck gerade noch. Ich muss gerade noch mal kurz was nachgucken. Das habe ich gerade vergessen. Fernkampfwaffe. Ich glaube, deshalb konnte ich auch letztes Mal nicht feuern auf dieser verfluchten Nebelinsel. Keine Armbrust ausgewählt. Ist ja auch egal. Wir müssen gucken, was jetzt läuft. Vigi! Wie schön, dich zu sehen. Hallo, Vigi! Die Jagd wird bald hier sein. Ted, die Iriad ist nah. Das letzte Zeitalter, die Endzeit. Oh, da hat aber jemand Spaß. Sultan, altes Haus. Du hast sie gefunden. Ha. Sie haben mir gesagt, die Jagd ist hinter ihr her und kann jederzeit ungebeten reinplatzen. Also habe ich eine Mahakama-Mischung vorbereitet. Wenn die hochgeht, bleiben nur Fetzen übrig. Du hast dein Werkzeug mitgebracht? Ich dachte mir, das wäre bei einer Schlacht sinnvoll. Schwerter schärfen, Rüstungen ausbeulen und so weiter. Hast ganz recht. Danke, Sultan. Und dann werde ich noch etwas Mahakama-Mischung brauen. Die ist so explosiv, dass man sie nur scharf ansehen muss. Schon geht sie hoch wie ein Flammenfurz. Sehr nützlich bei Belagerungen. Würdest du mir etwas... Ja, ich brauche eigentlich nur Reparatur. Na schön, wir reden später, Sultan. So, ja. Sogar ein Waffen. Ich hoffe doch sehr, dass das Gas funktioniert. Oha. Enair, Wolf? Anada, Valanda. Oh Gott. Ich würde sagen, das Gas funktioniert, wenn ihr mich fragt. Gegenstände geschärft. Sie ist eine von uns, Geralt. Wir lassen nicht zu, dass sie sie kriegen. Das wäre es auch noch. So, meditieren. Eine Stunde weiter. Ich muss das Ikima wieder bereithalten. So alt wie Wesemir. Moment. Ich bin noch Level up gewesen. Ich kann ein neues Talent da rein skillen. Was nehmen wir denn? Per se würde ich sagen, nehme ich jetzt nochmal was Alchemistisches. Erfrischung jede Trankportion stellt 5% der maximalen wieder her. Nee, Trank brauche ich gerade nicht. Vor Angriff durch Monster hinzu, nee. Während Mutagenabsude konsumiert, erhöhen sie für eine bestimmte Wirkdauer die maximale Vitalität um 200. Mutagenabsude. Ist das das, was ich gerade habe? Die maximale Vitalität um 10%. Ach, mein Auge juckt. Ah. Hm, Gewebetransmutation. Ich habe ein Ikima. Das müsste ja theoretisch eine Mutation sein. Oder warte mal. Ich setze das da oben hin. Ja. Igni-Intensität. Zack.
So, was habe ich da rausgeschmissen? Marionette, ja gut. Das sollte soweit wie passen. Legen wir mal los, ne? Eske. Grüß dich, Wolf. Ja, ja. Alle sind schon bereit für den Angriff. Du bist hier. Wer auch sonst? Vielen Dank, dass ihr beide gekommen seid. Keine Ursache. Aber du hast vergessen, mich einzuladen. Spar dir die Entschuldigung, Geralt. Wes hat ihre Wut unterwegs an mir ausgelassen. Sie ist fast darüber hinweg. Sind wir wirklich nur so wenige? Ja, aber wir werden gewinnen. Nur die Qualität zählt, nicht die Quantität. Die Denkweise eines Hexers. Das mag fürs Jagen und Bekämpfen von Monstern gelten, aber nicht für große Schlachten. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Wir sehen uns um. Ich muss mich mit dem Schlachtfeld vertraut machen. Ja, was soll ich euch sagen? Die anderen wollten halt nicht, ne? Da ist man sozialer Hexer und so. Der ist hoch genug. Du lässt ihn jedes Mal sinken, wenn du die Seele loslässt. Außerdem verlangen Brandprojektile eine Antwort. Brandprojektile? Ziehen. Das schlimmste Problem wird wahrscheinlich diese morsche Festung hier sein. Auch wie gerne hätte ich jetzt ein Heer vom Kaiser M hier, aber Emrys hier, ne? Aber dann müsste ich ihm ja auch Ziris geben und das will ich ganz bestimmt nicht. Das ist so ein kleines Problem. Ruft alle zusammen, wir müssen reden. Bin mal gespannt, was das wird. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Die wilde Jagd wird bald hier sein. Sie ist hinter Ciri her. Will sie mitnehmen. Wir werden sie aufhalten. Woher willst du überhaupt wissen, dass die Jagd auftaucht? Sie weiß immer, wohin ich mich teleportiere. Und sie bewegt sich blitzschnell von Ort zu Ort. Und wie lautet unser Plan? Jeder wird eine Aufgabe haben. Wir sind nicht viele, aber ich würde jedem von euch mein Leben anvertrauen. Arbeitet zusammen, dann können wir die Jagd besiegen. Wenn sie angreifen, wird Yen die Festung mit einer magischen Kuppel abschirmen. Die Jagd muss außerhalb der Mauern landen. Wenn sie im Wald verstreut sind, könnten wir kleine Gruppen von Reitern verfolgen. Einen Freiwilligen für die Jagdgesellschaft gibt es schon. Ich bin der Zweite. Die Jagd wird versuchen, durch Navigatorenportale in die Festung einzudringen. Gegen diese Art von Magie kann ich nichts ausrichten. Deshalb müsst ihr so viele wie möglich schließen, während ihr im Wald kämpft. Lambert wird Demeritium-Bomben für uns herstellen. Weißt du die Formel noch? Aber klar. Ausgezeichnet. Irden müsste auch bei den Portalen funktionieren. Ich gebe jedem von euch außerdem noch ein Amulett, das ihr durchbrechen könnt, um unsichtbar zu werden. Aber der Zauber hält nur, wenn ihr stillsteht oder euch langsam bewegt. Wenn ihr hastige Bewegungen macht oder gegen Feinde kämpft, seid ihr sichtbar. Außerdem können sie euch hören und riechen. Wenn ihr auf eine große Einheit stoßt, greift nicht an. Gebt Triss Bescheid. Sie unterstützt euch. Ich warte auf euer Signal. Sobald ich es sehe, lasse ich Feuer auf den Wald regnen. Wir müssen zusammenarbeiten. Ja, ich denke, das passt. Vergesst nicht, dass wir nicht sehr viele sind. Wir müssen uns gegenseitig helfen, uns unterstützen. Wenn etwas schief geht und die Jagd uns in die Defensive zwingt, ziehen wir uns zurück und verteidigen die Tore der Festung. Der innere Burghof ist unsere letzte Verteidigungslinie. Wenn wir sie dort nicht aufhalten, sind wir verloren. So, und jetzt Ciri ist am wichtigsten. Das ist ja wohl glasklar, ne? Ciri ist bei dieser ganzen Sache am wichtigsten. Die Jagd ist hinter ihr her und wir müssen sie um jeden Preis verteidigen. Was soll ich machen? Du bleibst im Burgfried. Wenn sie durchbrechen, werden wir alle kommen, um dir zu helfen. Das kommt nicht in Frage. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Daran zweifelt auch keiner.
Aber erinnerst du dich noch an den wichtigsten Moment bei der Monsterjagd? Warte auf eine Gelegenheit. Nach der Ratsversammlung gebe ich dir ein Amulett. Wenn du es benutzt, landet ein Feuerball dort, wo du stehst. Für den Notfall. Und jetzt zum Rest des Plans. Was können wir sonst noch verwenden? Wenn ihr die Jagd im Wald angreifen wollt, kann ich ein paar Fallgruben ausheben. Nach Art der blauen Streifen. Das heißt? Tief wie die Hölle. Am Boden voller spitzer Pflöcke. Ich habe diese Mahakama-Mischung mitgebracht. Brennt wie knochentrockener Salpeter und klebt einfach an allem. Wir füllen ein paar Fässer, stellen sie in einen engen Durchgang und jagen sie im richtigen Moment hoch. Weißt du, dass wir hier auf einem riesigen Gasvorkommen stehen? Ich könnte Spalten im Boden öffnen und Explosionen erzeugen, aber das müsste ich vorbereiten. Es gibt noch das Labor und die Werkstatt. Vergesst eins nicht. Unsere Ressourcen sind knapp bemessen, unsere Zeit noch knapper. Wir müssen überlegen, welche Waffen gegen die Jagd am nützlichsten sind. Das stimmt. Wir müssen dem Labor und der Werkstatt jeweils einen Waffentyp zuweisen. Oh, scheiße. Jetzt muss ich das auch nochmal. Okay, was können wir im Labor machen? Wer möchte das Labor benutzen? Ich habe angefangen, Tränke zu brauen. Das würde ich gerne beenden, wenn ich darf. Ich könnte noch mehr von diesen Hexerfallen vorbereiten, aber dazu bräuchte ich die ganze Laborausrüstung. Ja, Tränke können eigentlich nur Hexer schlucken, ne? Und so viele sind wir jetzt auch nicht. 4 Hexer. Ne, 3 Hexer. Oder? Ne, 4 Hexer. War ich doch richtig. Hexerfallen sind beste. Wir sind nicht viele. Darum brauchen wir so viele Fallen wie möglich. Reden wir über die Werkstatt. Ich wollte die Mauer reparieren. Aber wir brauchen das Werkzeug auch, um die Trümmer aus der Schmiede zu schaffen. Trümmer? Weißt du das nicht? Vor ein paar Jahren ist das Dach eingestürzt. Hat ein paar exzellente Schwerter begraben. Die könnten wir gut gebrauchen. Die Mauer ist genauso wichtig. Wenn sie hier durchkommen, ist die Belagerung schnell vorbei. Ich will die Mauer haben. Das Schließen der Mauer hat Vorrang. Wir haben keine Zeit, noch viel mehr zu tun. Alles erledigt? Was bleibt mir anderes zu sagen? Ja, an die Arbeit. Ja, erledigt. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. An die Arbeit. Fassen wir zusammen. Yennefer erschafft eine magische Barriere, um den Hauptansturm zurückzuschlagen. Das sollte sie in den Wald treiben. Dort warten Lambert und Geralt. Sie benutzen das Dimerizium, um die Navigatorenportale zu schließen und so viele Krieger wie möglich am Betreten der Festung zu hindern. Triss wartet auf ihr Signal und gibt den Reitern dann Saures. Alle anderen werden gegen die Gegner kämpfen, die es bis in die Festung schaffen. Falls etwas schief geht, geben wir den äußeren Hof auf und ziehen uns in den Burgfried zurück. Denk dran, Ciri darf Eredin nicht in die Hände fallen. Das ist das Wichtigste. Sehen wir uns den Plan der Festung an und überlegen uns die Details. Die Details? Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir etwas Wichtiges vergessen haben. Denk einfach nicht dran. Wie laufen die Vorbereitungen? Was ist fertig? Wir hatten wenig Zeit zum Vorbereiten, also nicht viel. Ich bringe euch alle in Gefahr. Unnötig. Du machst dir zu viele Sorgen. Schau nicht so grimmig. Wir schaffen das. Danke. Für alles. Ich sattle die Pferde. Komm, wenn du bereit bist, in den Wald zu reiten. Okay. Verlasse die Schlacht der Festung und begib dich mit Lambert, wenn du bereit bist, dich der wilden Jagd entgegenzutreten. Ja. Ciri! Kann ich dich kurz sprechen? Oha, jetzt wird's ernst. Ich werde nicht zulassen, dass sie dich kriegen.
Ich lass nicht zu, dass sie dich kriegen, hörst du?